müsst ihr schon echt auf die Temperatur aufpassen, weil wenn das jetzt noch mehr steigt, dann müsst ihr direkt so ins, keine Ahnung, ins Katzenkrankenhaus oder was denn? So einen ganz kleinen Krankenwagen. Und auf jeden Fall war ich so, aha. Warte, ich komme beim Ride Review 4 Magazin und einem neuen kleinen On-Tour-Vlog, der etwas strange wird. Weil ihr habt euch wahrscheinlich gefragt, Stau, was soll dieser Stau? Dieser Stau sollte einfach nur über eine Stunde sein für 3 Kilometer Strecke, weil da so ein Auto in die Mittelplanke der Baustelle geknallt ist. Und wir sind gleich in der Nähe von Overburg. Overburg. Ich verstehe die Menschen hier alle nicht. Ich fahre dann 2 Kilometer aber auch runter von der Autobahn, bin auch gleich da. Heute ist Samstag, muss ich waschen arbeiten. Gängebach ist die Hut, in die es geht. Und vor uns ist ein Auto, das langsam fährt. Und dann wird jetzt erstmal ein bisschen Party gemacht und morgen gibt es kanalrelevanten Content. Haben Sonntag, den nächsten Tag. Wir sind jetzt gerade mega straight auf unserem kleinen hier auf dem Berg gefahren. Wir sind verdammt weit oben auf einem Berg. Und da ist ein Alpine-Coaster und den fahren wir jetzt. Hier ist richtig schön. Schön, 25 Grad. Ja. Kühler Wind. Hier ist echt cool. Ein Träumchen. Das ist die Heldin der Steine. So. Noch haben wir keinen Fahren sehen. Müssen wir mal gucken. Wir werden davon überzeugen müssen. 0% Akku ist klar. So, hinter mir seht ihr Alpine Coaster, hinter mir hört ihr Kühe. Ja, das gibt nichts. Wir können nicht fahren, das Ding ist down. Probleme mit dem Motor. Macht später auf. Irgendwann mal. Es ist keiner hier, der ein Problem löst. Das Ding sollte schon seit einer halben Stunde offen sein. Und wann später sein soll, kann ja auch keiner sagen. Sind wir echt 1:40 hier hingefahren für nix. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für nix.
Ja. Ja. Ey. Das ist nicht dein Scheiß Ernst, Junge, oder? Der möchte wahrscheinlich nicht mehr hinter uns sein. Alter, boah! Was ist das? Tschüss! Beim zweiten Alkoholkoster Schlitte Mountain. Man weiß es nicht, wie man das ausspricht. Ja, wir gucken jetzt überhaupt erstmal, wo wir hier hin müssen, weil das ist ein Riesengebäude, wo man alles Mögliche machen kann. Und es ist auch wie ein Skilift hoch, aber wir sehen auch keinen Alpinkoster, also keine Ahnung. Hallihallo, wir konnten diesen Alpine Coaster jetzt fahren. Man sieht gar nicht viel. Glück gehabt, 12 Uhr macht die Kasse zu, 5 vor 12 waren wir hier. Macht auch 10 vor 1 wieder auf. Man hat nicht gewartet, aber man kann da vorne auch Tickets holen. Und hinter mir seht ihr einer der Dirtbike-Parcours, wo die Leute mit dem Sessellift und Dirtbikes hochgekarrt werden. Sehr schön, dort auch hier so Skigebiet-mäßig und es gibt auch verschiedene Dirtbike-Kurse scheinbar. Sehr coole Alpine Coaster, hat richtig Spaß gemacht. Coole Strecke und ein paar coole Elemente, aber ja. Das war der Geld entschlossen. Ja, mal gucken, wie viel. So, dann melden wir uns auch nochmal wieder. Und zwar sind wir im Fluss Prediciti. Spricht man das so aus? Nein. Natürlich, das war mir klar. Und sind schon drin. 23 Euro pro Person an der Kasse. Sind direkt rein, sind direkt Timber Drop gefahren. So eine ganz crank Achterbahn von der Hersteller, der auch das Ding im Gardaland gemacht hat. Ich würde es auch so zu zittern. Und da bin ich noch den Small Tivoli gefahren. Alle vier Spuren vom Freifallturm, eine Spur mit Uschi zusammen, die Stand-Up-Variante, Stand-Up und Tilt. Und dann gibt es diese Tilt-Version wie halt Movie Park. Dann Sit-Down und Sit-Down-Tilt. Und jetzt stehen wir bei der nächsten Achterbahn an und bei der letzten Achterbahn. Und danach machen wir noch Aufnahmen und stützen weiter. Oh weh, oh weh. Oh, ho, 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 ho. Das war sehr, sehr enttäuschend. Nicht zum Parken, ist kein Karussell, ist nicht für zu Hause. Jetzt im Google Play Alexa. Und zwar waren wir ja gerade in dem, wie heißt die Bahnbau? Stimmt nicht. In diesem
Mein Coaster von Grand Canyon. Grand Canyon. Und die haben Grand Canyon. Dann Arbeitskleidung an, das passend zum Bereich. Ist eigentlich alles Western, aber die haben trotzdem andere Sachen an als andere. Und dann haben die so ein kariertes Cowboyhemd und halt so eine Weste. Und dann drehen die sich hier um und du siehst ja, dass die Weste hier oben anfängt und einfach nur oben vorne so aufgenäht ist. Und hinten ist einfach nichts. Und du denkst so, ja, aber man sieht die Leute auch von hinten, also was soll das? Peinlich. So gute 2 Stunden hier drin gewesen und verlassen jetzt den Park. Es war wirklich sehr, sehr hübsch und wir sind echt begeistert. Hier gibt es richtig viel und alles ist mega gut gestaltet. Also, wollte ich noch sagen? Ja. Warm. Warm. Und wir gehen jetzt zum nächsten Spot und müssen den theoretisch zeitlich auch noch schaffen und hoffen mal, dass da alles auf ist. Und der nächste Stopp und der letzte Stopp eigentlich auch. Der Loger Appel. Was? Steht da? Sie. Ja, siehste. Was steht da? Das ist nicht gut. Vorne der Sonne gefahren, habt ihr ja gesehen. Sehr kurz, sehr enttäuschend. Gibt es auch ein kurzer und noch enttäuschender von daher. Gut, das ist, ich habe mich auf jeden Fall noch gedacht, wenn du auf einer Kuba Alpine Coastern, du weißt nie, was dich erwartet. Du kannst von außen selten ganz einsehen und fährst hoch und wirst überrascht mit einer coolen Fahrt oder mit sowas hier. Aber dafür war der andere Alpine Coaster, den wir fahren konnten, sehr cool. Und es gehört auch dazu, wir gucken es halt vorher nichts an, weil es einfach so viel Spaß macht und spannend ist. Und es ist natürlich immer noch cooler als ein Butterfly zu counten. Irgendwo. Ja, wir sind jetzt durch. Ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden wir jetzt noch nach Hause brauchen. 4 bis 5 auf jeden Fall. Und das ist machen wir jetzt auch. Spät, 5 Uhr? 5:30 schon. Ja, es wird spät. Du musst auch schon wieder um 4 Uhr aufstehen. Ja, auf mich dann zu Ende. Du musst um 4 Uhr aufstehen. Ich hab gesagt, du sollst aufhören. Ich hätte auch Frühschicht gehabt, aber hab extra, extra gemacht, was ich will, weil ich bin der Baba auf der Arbeit. Richtig, ich mach jetzt Spätschicht, weil ich nämlich keinen Turn habe, morgen so früh aufzustehen. Also so eine halbe Spätschicht, ich fang auch früher an. Ja. Das war unser ein wenig chaotisches, kurzes, zusammengeschnibbeltes Wochenende in Bavü und von Grosch. Und ja, so eine Tour wie heute mit so viel Kleinkram ist so, ich mag sowas, mal zu machen, dass du überall hintingelst. Hat sich heute aber alles echt hart gezogen. Man kennt es sonst ein bisschen entspannter, dass alles ein bisschen näher beieinander liegt.
lag es ja eigentlich auch so kilometermäßig, aber du fährst halt Ewigkeiten über Stock und Stein. War jetzt aber auch nicht weiter, als wir das gewusst haben. Es war aber irgendwie, es war anstrengend heute. Ich sag mal anstrengend. Nicht schlimm, aber es war anstrengend. Es gibt Tage, da läuft sowas entspannter, aber das kommt auch noch und sowas machen wir noch öfter. Aber alles zu seiner Zeit. Und das war es jetzt erstmal mit dem Video zum 100. Mal. Ihr abonniert diesen Kanal, nicht zu verpassen. Klickt die Glocke, um nichts zu verpassen. Und jeden Tag um 18 Uhr sehen wir uns sowieso wieder zu einem neuen Video hier beim Red Video Magazin. Und wir sind raus, eure Uschi und euer Grand Pizza.